Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Schwangerschaftsupdate von mir. Dieses Update geht über die 37. Schwangerschaftswoche. Mittlerweile befinde ich mich in Mitte der 38. Woche und ja, die Kleine ist immer noch in meinem Bauch. Toll! Also, naja gut. Ich fange einfach mal an zu berichten. Was absolut gar nicht mehr geht, ist leider stehen. Also nicht jetzt unbedingt, weil ich irgendwie so krasse Rückenschmerzen habe oder so, was ja viele andere Schwangere oder Hochschwangere definitiv haben. Ich habe auch keine Symphysenschmerzen, was ja auch viele haben. Aber es ist leider, ich glaube, das hängt mit diesem ganzen Gewicht zusammen. Es ist so heftig einfach nur. Also ich kann echt nicht mehr länger als 2 Minuten stehen, ohne dass ich einfach, ja, nicht unbedingt extreme Schmerzen bekomme oder so. Aber es geht einfach nicht. Ich bin so erschöpft irgendwie, dass sogar Stehen mich total anstrengt. Und das ist halt auch der Grund, warum ich zurzeit so wenig Videos drehen kann, weil nicht nur das Stehen so anstrengend ist, sondern eben auch das Sitzen. Also meine Kraft ist wirklich, die schwindet langsam dahin, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das soll auch kein Beschwervideo sein oder sonst irgendwas, aber man muss halt auch sagen einfach, wie es ist. Und leider ist es so, dass meine Kraft so langsam den Abflug macht. Für alles eigentlich. Also um mich selber kümmern kann ich mich leider auch nicht mehr. Da bin ich sehr froh, dass mein Freund an meiner Seite ist. Klar, der arbeitet auch zurzeit Vollzeit und das ist ziemlich schwierig, dann den Tag irgendwie zu überstehen. Kochen kann ich ja leider auch nicht mehr. Ja, ist klar, wenn man nicht ordentlich stehen kann oder so, kann man natürlich auch nicht kochen. Was gerade noch so geht, ist irgendwie duschen, aber auch nur gerade so und das auch nur mit Hilfe. Also total, ich weiß nicht. Das Leben ist halt gerade für mich kein richtiges Leben. Zurzeit. Es hört sich auch so gemein an, ne? Wir freuen uns trotzdem wahnsinnig und auch ich, obwohl ich halt mit meinem Körper sehr viel mitmache, freue mich über alles über die Kleine. Nur es ist halt einfach, es kann jetzt wirklich nur noch besser werden. Es ist leider kein Leben mehr für mich zurzeit. Ich liege wirklich 95% im Bett vom Tag und mache mir auch die ganze Zeit irgendwie Vorwürfe sogar, dass ich zu nichts komme und nichts mache und dass es hier scheiße aussieht und dass, ja, ich auch für meinen Freund nicht sorgen kann in Richtung Essen oder Haushalt oder Wäsche waschen. Nichts geht einfach mehr und das ist total für jemanden, der eigentlich so aktiv ist und der jeden Tag vorher unterwegs war und draußen war und Sport gemacht hat wie sonst was, wie verrückt und keine Ahnung, ist es einfach total doof. Ich hoffe, ihr könnt mich da verstehen. Also ich weiß, dass es Leute gibt, die von Anfang an nur liegen müssen. Und das finde ich auch unglaublich, unglaublich schlimm. Also das ist wirklich schrecklich. Ich konnte ja immerhin am Anfang noch ein bisschen stehen und laufen und so. Ja, was jetzt einfach nicht mehr geht. Das wollte ich euch einfach nur nochmal sagen. Gewichtstechnisch sind es 44, 45 Kilo mehr nun. Das heiße Wetter, boah, also ich bin auch nur am Schwitzen, ne? Das heiße Wetter, das macht mir einfach mega zu schaffen. Ich habe praktisch den ganzen Tag hier den Ventilator an, der ist auch gerade an. Ich habe den jetzt mal ein bisschen nach hinten geschoben. Ich hoffe, dass man den nicht so sehr hört dann später. Wenn doch, tut es mir leid, aber ich schwitze mich hier sonst echt kaputt. Obwohl es heute gar nicht mehr so heiß ist wie die letzten Tage zum Beispiel. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist auch was, was dazugekommen ist letzte Woche und auch diese Woche, dass ich einfach extrem schwitze und irgendwie dauerhaft. Das hört nicht so wirklich auf. Das Sodbrennen ist weniger geworden. Das liegt einfach daran, dass die Kleine, also es gab für mich gefühlt und auch sichtbar 2 Schübe nach unten. Also praktisch 2-mal hat sich der Bauch so richtig abgesenkt. Einmal schon so, dass ich dachte, oh, jetzt ist der aber ganz schön tief. Dass man den halt einfach nicht mehr so unter der Brust so weit oben hat. Keine Ahnung, das merkt man ja. Man kann besser atmen und man hat auch weniger Sodbrennen, aber man hat nicht gar kein Sodbrennen. Also zumindest ist das bei mir so. Dem kleinen Wesen in meinem Bauch geht es wohl ganz gut, zumindest laut den ganzen Ultraschallwerten, also Doppler und sowas. Die ist sehr, sehr gut versorgt und sie wächst auch weiterhin fleißig. Sie hat schon über 3 Kilo und ich hatte ja bisher ein relativ ruhiges Baby, beziehungsweise habe sie nicht so, ja, nicht so kräftig immer gespürt wegen der Vorderwandplazenta. Und jetzt, ich weiß nicht, warum das so ist, aber die letzten Tage, da gab es jetzt auch mal nachts Gewitter und
Als das Gewitter anfing, war es echt so, da ist sie richtig ausgerastet. Also die hat, ich weiß nicht, ich glaube, ein bisschen über eine Stunde hat es gewittert. Und die ganze Zeit, wirklich die ganze Zeit, normalerweise tritt sie ein paar Mal und hört dann auf, ne? Und jetzt echt die ganze Stunde lang hat sie da voll losgelegt und Radau gemacht, so dass ich schon dachte, oh Gott, hoffentlich geht's ihr gerade gut, hoffentlich hat sie gerade nichts. Hat mir natürlich schon wieder Sorgen gemacht, obwohl es ja eigentlich schön ist, wenn die Mäuse sich da auch bewegen und so, und wenn man das spürt. Und so richtig weh tut mir das zum Glück nicht. Manchmal ist es halt unangenehm, aber ja. So ist es nun mal, wenn die so groß schon sind, ne? Und vor allem so stark sind. Und das war total lustig irgendwie, dass die da so losgelegt hat bei Gewitter. Und was ich euch noch erzählen wollte, dass ich halt jetzt überall reiße. Also diese Dehnungsstreifen, die sind nicht nur am Bauch, die sind bis fast zur Mitte vom Rücken hinten an beiden Seiten. Die sind an den kompletten Oberarmen mittlerweile. Die sind an den kompletten Oberschenkeln, also hinten und an den Innenseiten der Oberschenkel. Und die sind sogar auch schon an den Waden und in den Kniekehlen. Das ist auch was, was mich ehrlich gesagt ziemlich stört, weil ich einfach weiß, durch halt in der Jugendzeit, das kennt ihr bestimmt auch, sei es durch Wachstumsschübe oder durch Gewicht zu oder auch Abnahmen, ist es ja so, dass dann auch ab und an mal Dehnungsstreifen entstehen. Und ihr wisst ja auch mit Sicherheit, dass das nicht sofort weggeht oder so, sondern dass die halt ja mit den Jahren verblassen, kann man sagen. Und boah, ich finde, ich weiß nicht, also wäre das jetzt nur am Bauch oder so, wäre mir das ziemlich egal, weil ich muss nicht unbedingt im Bikini oder so rumlaufen. Aber allein schon, ich weiß nicht, halt wegen meinem Sport habe ich halt immer ein Trikot an, also natürlich ein Kurzarmtrikot und einen kurzen Rock. Und jetzt weiß ich schon, dass man da halt echt bis zu den Waden unten so richtig dunkelrote, fette, ganz viele Streifen sieht. Und da mache ich mir jetzt schon irgendwie Sorgen. Und ich weiß, ich kann da nichts dafür, weil es einfach dieses bescheuerte Wasser ist, was nun mal in meinem Körper sich so heftig ansammelt, dass man sich das ja eigentlich kaum vorstellen kann. Aber das bedrückt mich schon so ein bisschen, einfach so psychisch, weil ich finde, man hat echt genug Probleme und hat da jetzt auch genug zu kämpfen gehabt in der ganzen Zeit und immer noch. Und es wird leider zurzeit wirklich von Tag zu Tag schlimmer. Ich hoffe jetzt einfach wirklich, dass das der Endspurt ist, weil jetzt muss ich sagen, das ist kein Schwachsinn, wenn man sagt, ich kann langsam nicht mehr, also mein Körper kann langsam nicht mehr. Und ich habe schon wieder mit den Ärzten halt darüber gesprochen, ob man nicht eventuell etwas früher einleiten könnte. Ich meine, ich bin jetzt ja schon in der 38. Woche und sie ist damit ja auch offiziell kein Frühchen mehr. Ab 37 plus 0 ist man kein Frühchen mehr oder sind die Babys halt einfach darüber hinaus, über dieses Stadium. Und ich finde auch mit einem Gewicht, was weit über die 3 Kilo schon liegt und so, gut, das kann man nicht immer so sagen, ne, Gewicht und so, aber sie ist kein unreifes kleines Baby mehr. Die Lungenreife sollte abgeschlossen sein. Von mir aus halt dann zum Beginn der 39. Woche oder so. Aber ich verstehe nicht, warum man halt, wenn es der Mutter so schlecht geht, dass sie sich wieder selbst versorgen kann, noch irgendwie lebensfähig ist mehr. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Da verstehe ich nicht, warum kein Mensch einleiten möchte. Ich weiß, dass eine Einleitung auch nicht schön ist und ich weiß auch, dass das dann noch Tage dauern kann. Wenn überhaupt, wenn es halt überhaupt klappt, ne? Aber wenn man halt schon Wehen hat, so wie ich ja auch die ganze Zeit habe, ist es ja so, dass die durchaus dadurch einfach nur verstärkt werden können und dass dann auch halt ein bisschen was passieren kann. Und ja, so langsam bin ich halt an einem Stadium, wo ich sage, es geht nicht mehr. Also in ein paar Tagen habe ich meinen nächsten Frauenarzttermin. Der ist wieder im Krankenhaus bei der Gynäkologin und da werde ich dann doch nochmal dringlichst mit ihr reden, weil ich finde, es ist halt kein Zustand mehr. Für keinen. Ich glaube auch nicht, dass es ihr, wenn es mir so schlecht geht, dass es ihr unbedingt so besonders gut geht. Und es ist für uns beide ja Stress pur quasi und das sollte ja auch nicht unbedingt sein in der Schwangerschaft. Ja, das wollte ich auch nochmal einfach erwähnt haben, dass ich das einfach nicht verstehe, wie dieses System funktioniert bei Risikoschwangerinnen, die einfach risikoschwanger sind, weil sie halt schon etwas älter sind, ich sag mal 38, 39 Jahre alt sind, die dürfen teilweise sich einen Wunsch-Kaiserschnitt-Termin aussuchen, der 2 Wochen vor dem Entbindungstermin liegt. Und
Mir wurde jetzt sogar gesagt, dass auf keinen Fall ein Kaiserschnitt in Frage kommt, da ich ja Wundheilungsstörungen habe. Und dann habe ich so gesagt, was ist denn? Nee, habe ich nicht. Also nur weil man Typ-1-Diabetes hat, heißt das nicht, dass man schon Wundheilungsstörungen hat. Ich habe das ja erst 3,5 Jahre und noch nicht 30, 40 Jahre. Und auch dann würde es das nicht heißen. Es kommt immer darauf an, wie man damit umgeht und was man für Blutzuckerwerte einfach hat und auch Langzeitwerte man hat. Und das fand ich auch so dreist einfach nur. Plus, zusätzlich zu diesem Spruch wurde mir noch der Spruch gedrückt, ja, und was ja dann gar nicht heilt, sind ja die Fettschichten, ne? Also das ist ja bei Ihnen auch ziemlich heftig. Da brauchen Sie gar nicht irgendwie über einen Kaiserschnitt nachdenken. Ja, das war halt so der Spruch, der mir dahingehend gedrückt wurde. Und ich weiß nicht, ich finde es heftig. Ich verstehe das auch nicht, warum man immer. Vielleicht liegt es auch an mir, weil ich halt nichts sage, ne? Also ich bin immer so jemand, der gegenüber Autoritätspersonen irgendwie nicht seinen Mund aufkriegt. Absolut nicht. Und ich glaube, das muss ich echt lernen. Das ist wirklich nicht gut in unserer heutigen Gesellschaft, weil man einfach untergebuttert wird und weil einem Sprüche gedrückt werden, die sind ja eigentlich schon so dreist, dass man da wirklich was sagen müsste. Also hören Sie mal, es geht gar nicht, wie Sie gerade mit mir umgehen oder so, ne? Also das war ja nicht so schön. Aber gut, es wird halt jetzt erstmal nichts gemacht. Ich hoffe, wie gesagt, auf meinen nächsten Termin. Ich denke, dass ich da wieder enttäuscht werde. Spätestens am Entbindungstermin wird bei mir eingeleitet. Allerdings ist der ja nicht verändert worden in meinem Mutterpass, weil mein Arzt es ja irgendwie nicht wollte, obwohl er es ja auch zugegeben hat, dass man einfach weiter ist, als da drin steht. Das ist ein bisschen blöd und das ärgert mich auch gerade ziemlich und ich glaube, ich muss jetzt einfach wirklich meinen Mund aufmachen. Ihr seht jetzt noch meinen Bauch und dann verabschiede ich mich von euch. Das ist jetzt der Bauch von vorne. Und das ist er von der Seite. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und im nächsten Video seht ihr dann die Wickelkommode und den Wickelbereich. Und in dem darauf folgenden Video werdet ihr den Kleiderschrank der Kleinen endlich kennenlernen. Ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Alles Gute euch. Tschüss.